Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Maker 2. Ich habe die Story jetzt soweit durch, auch wenn die Videos noch nicht draußen sind. Aber ich wollte, sobald ich die Story durch habe, halt auch die Online-Level machen. Und deswegen würde ich sagen, ich habe gar keinen Plan, wie das hier funktioniert. Ich habe noch ein paar IDs, aber wir gucken erstmal, was es denn so gibt. Unterbeliebt gibt es hier zum Beispiel Subette Yukiyama no Suraida. Also der mit Schnee bedeckte Bergslide. Der hat auch ganz schön viele Preise da gewonnen. Der Kisaragi. Guck mal, der hat sogar eine geile Mario-Mütze und so. Ich glaube, das ist bestimmt ein tolles Level. Hat eine sehr hohe Abschlussrate. Ich hoffe, man muss nicht die ganze Zeit einfach nur sliden, weil das ist, glaube ich, langweilig. Hat anscheinend auch über 10.000 Kommentare. Also das ist gerade hier das allerbeliebteste Level der ganzen Welt. Dann kann das ja nur richtig geil gut sein. Aber diesen hässlichen Stil, ich mag den nicht so gerne. Das ist der Super Mario Bros. 3-Stil, ne? Don't listen to this idiot! Stimmt, man kann ja auch Sachen malen und sowas, ne? Im Online-Modus. Ich glaube, das muss ich gleich nochmal ausstellen. Ja, slidey slide! Weil das nervt schon so ein bisschen, weil man dann die ganzen Leute nicht sieht. Okay, warte, wir müssen das mal ganz schnell ausstellen. Kommentare aus, so. Die können zwar auch helfen und sowas, aber ich glaube, sie nerven mich eher. Da oben ist doch bestimmt was versteckt, ne? Ich denke immer, da ist irgendwas versteckt, wenn da so eine Kante ist. Ich bin richtig gespannt auf diese Online-Level. Bisher haben wir halt nur 3 Online-Level mal gespielt, die ich aber vorher rausgesucht hatte. Halt von anderen Leuten, die ich so kannte. Ich würde da schon gern hoch. Warte, sterb mal kurz. Ich würde schon gern da oben lang. Geht doch mal alle weg. Okay, warte. Den warten wir doch mal ganz kurz ab und dann sliden wir die alle zu Tode. Hui! Sehr schön. Ich weiß, man kann auch unten rein. Ich will aber oben rein. Ja. So, guck, einfach. Yay, ein One-Up. Bringt, glaube ich, online überhaupt gar nichts, diese One-Ups, oder? Nur wenn man in dieser unendlich... Okay, es hat aber gar nichts gebracht. Weil man hier wahrscheinlich auch einfach rausgekommen wäre. Ja. Na, ganz toll. Alles klärchen. Führen zum selben Ziel. Dankeschön. Okay, also man muss nicht die ganze Zeit nur sliden, sondern es gibt noch ein bisschen mehr. Ist hier ein, unten einfach nur... Okay, das ist einfach nur, damit man nicht stirbt. Ja! Richtig schön. Wenn es jetzt noch irgendwie ein... Ne, da ist ein Pfeil nach unten, dann ist hier bestimmt irgendwas versteckt. Ich wusste es. Ach ja, die schönen Winterferien. Dabei ist doch gerade Sommer. Vielleicht sehnt sich jetzt gerade jeder nach... Ich glaube, da kommt gleich was von oben runter. Vielleicht sehnt sich gerade jeder nach Winter und deswegen... Hä? Ist das jetzt hier quasi die Abfahrt? Die große Abfahrt! Ja, die Musik! Die ist von Super Mario 64, ne? Bei dieser großen Slidey-Slidey-Action. Mit dem Pinguin und sowas. Wo ich als Kind 8 Milliarden Mal verkackt habe. Oh, die Musik ist so geil. Na, 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 na. Wo man so einen kleinen Pinguin noch zu seiner Mutter bringen musste. Ach, das weiß ich alles noch. Ich habe Mario 64 zwar nie durchgespielt, aber dieses eine Level erinnere ich mich richtig gut. Schön, dass das in Mario Maker auch so drin ist. Das muss ich mir auch alles nochmal angucken, was es so für Lieder überhaupt gibt in Mario Maker. Na, na, la, 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 la. Wieso habe ich eigentlich nur 12 Münzen? Ah, mit jeden 100 Münzen kriegt man einfach ein Leben dazu. Stimmt, die Münzen bringen halt online gar nichts. Ja, doch, schönes Level, aber nicht wirklich schwer. Ich brauchte sehr lange dafür, aber passt schon. Ah, guck, und hier kann man auch dann noch ein Toll geben. Hier kriegst du ein Toll und auch kommentieren und so. Aber machen wir einfach mal nicht. Okay, vielleicht machen wir das doch. Einfach nur, um es mal anzugucken. Ach, man kann sein Mii auch noch anders darstellen lassen. Ja, das passt. Hat Spaß gemacht. Jetzt kann man da auch noch Sachen raufkritzeln. Das ist ja witzig. So funny, Lay, so funny. Okay. Ach, jetzt ist der Sticker natürlich weg. Schön. Mein erstes Online-Level, dass ich legitim... Oh, du hast zum ersten Mal ein Herz vergeben und dafür den Anfänger-Rampler bekommen. Und den riesen Google-Willi-Shirt habe ich auch bekommen. Geil. Für meinen ersten Kommentar. Geil, man schaltet hier neue Sachen frei. Mega nice, okay. Dann gehen wir einfach mal in Vielversprechen und gucken uns da neue Sachen an, die es so gibt. Wie zum Beispiel... Ich habe halt Angst, dass die wirklich alle viel zu schwer sind, gell? Guck mal, was heißt das, wenn oben rechts so eine Flagge ist? Weiß man nicht so genau, ne? Ich glaube, ich spiele mal das hier, dieses 7-2 Crazy Car. Aber meint ihr, der hat ganz viele Level gemacht, wenn das schon seine 7. Welt ist oder so? Gut möglich. Keiner hat es bisher geschafft. Abschlussrate 0. Okay, komm. Das probieren wir. Mit dem Auto hier rumdüsen, das macht bestimmt Funny Fun Fun. Diese Versuche und Abschlussrate ist übrigens nur so, dass da wirklich die Versuche gezählt werden. Also das sind jetzt nicht, was stand da eben? Irgendwas mit 80? 80 Leute, die das probiert haben, sondern 80 Mal hat Mario hier quasi probiert, das zu schaffen. Heißt, wenn ich hier einmal sterbe, dann geht das auch automatisch um 2 hoch.
Oh Gott. Nein, 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 ihr ganzen bösen Leute. Ich will das nicht. Wo ist mein Auto? Lol. Also der Anfang ist ja hier eigentlich relativ einfach. Wenn man nicht von irgendeiner dieser Kamex getroffen wird. Au. Ah, und wir müssen mit einem Auto ins Ziel kommen. Oh Mann, wieso habe ich mir gleich als erstes... Naja, als zweites so ein schweres ausgesucht. Weil hier scheint das hier einfach nur alles vollgepackt zu sein mit Stuff. Ja, okay. Ich glaube, man muss da schneller durch. Die dürfen nicht angreifen, sonst ist man sofort tot. Lel. So, hier. Mit Karacho. Ja, geil, dann treibe ich hier die Abschlussrate nochmal ein bisschen hoch. Von den 0% auf weitere 0%. Aber wenn es noch nie jemand hier geschafft hat, dann ist das schon echt krass. Ich hab's überlebt, ich fass es nicht. Ja, ich töte euch jetzt alle. Könnt mich mal, ihr könnt mich mal, du mich auch. So, okay, bisschen chillen. Und jetzt mal gucken, wie das hier denn abgeht. Wir müssen da durch. Oh, Mann. Da muss man ganz hinten abspringen beim letzten Pixel, damit man ja nicht stirbt. Oh, Kamek! Oh, das ist so blöd, wenn dieses Ding da so viel ist. Oh, der letzte nervt wirklich. Ach ja, da hatte ich nämlich Angst vor im Online-Modus, dass die Level einfach alle so schwer werden. Hä, guck mal, man kann gar nicht sterben bei denen, das wusste ich gar nicht. Okay, dann schubsen wir den einfach runter. Ich dachte, die können einen töten, aber scheinbar nicht. Ja, hi Kamek, tschüss Kamek. So, den schubsen wir jetzt einfach mal runter. Wir machen das jetzt ganz gechillt. So, da wir da ja sowieso nicht rüberkommen. Hey, guck mal, die Kamek kommen hier einfach alle rüber, ist ja super dumm von denen. Wenn sie hier rüberkommen. Tja, ja, mach doch. So, also ich habe jetzt hier genug Platz. Rein theoretisch. Hi, na, ihr ganzen Kamex. Ja, guck, ist doch einfach. So, komm, ich will der Erste sein, der das hier schafft. Jetzt gehen wir da rüber, töten die alle. Okay, jetzt brauchen wir nur noch ein Auto irgendwo. Ich glaube, das Level wird nämlich nicht allzu lange gehen. Hi, gib mal dein Auto her. Ich brauche das, um ins Ziel zu kommen. Sehr schön. So. Mit dem Auto kann man ja an sich nicht so viel machen. Muss man da echt anhalten oder muss man schneller fahren? Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit zu gucken, wie lang so ein Level geht? So, den schubst du auf jeden Fall einmal runter. Hatte ich zumindest so geplant. Ja, ja, fällt einfach mal alle runter. Kamek auch, alles gut. So. Also der Anfang ist ja eigentlich ganz leicht, wenn man die einfach alle nach links schickt. Okay, tschüss Kamek. Ich hoffe, die verfolgen uns nicht, weil das wäre nervig. So, dann hier rüber, die alle töten. Nein, so schnell! So, bis hier ist das ehrlich richtig einfach. Oh, schon wieder zu schnell! Ist das dein Ernst? Okay, diese Laufbänder da sind wirklich schneller, als man denkt. Aber ich finde das sehr angenehm, dass diese Leute jetzt hier einen nicht töten. Die schubsen einen die ganze Zeit nur hin und her. Das ist wirklich sehr angenehm, muss ich sagen. Nun. Oh. So, aber an sich bis hier hinzukommen ist eigentlich nicht so schwer. So, sofort hüpfen, sofort hüpfen. Sofort hüpfen. Den weghauen, weil... das Ding brauchen wir auf jeden Fall. Ist das jetzt kaputt? Nee. So, mal gucken, ob wir das jetzt hinbekommen. Man kann nicht sofort wieder hüpfen. Das Ding hat eine kleine Cooldown. Also entweder man muss da kurz warten... um nochmal zu hüpfen, oder? Man muss wirklich sehr früh abspringen. So, oder man da muss das gar nicht mitnehmen. Ich meine, man kommt da ja auch ohne Auto vorbei. Vielleicht ist das einfach nur ein Troll. Ich kann nicht nochmal hüpfen! Ich muss gleich mal testen, wie schnell dieses Auto überhaupt hüpfen kann. Aber an sich geht das hier voll klar. Man muss einfach nur einmal hochhüpfen. Die sind sowieso viel zu langsam. Über die kann man noch so rüberhüpfen und so. Das hier ist super nervig, weil man da ab und zu mal stirbt. Diese letzte Kamek, was ist denn da jetzt passiert? Mann, ey. Ja, okay, danke. War das der schnellste Tod ever in diesem Spiel? In diesem Level vor allem. Das kann mir keiner so schnell nachmachen. Auch sogar sehr schnell, aber egal. So, letzte Kamek, bitte geh nicht einfach weg, danke. Ist doch mal so random. So, hi. Warte. Wisst ihr, was wir machen? Wir gucken uns das jetzt erstmal an, ohne Auto. Vielleicht kriegt man das ja auch ohne Auto ganz gut hin.
Ja, jetzt ohne Witz, hier kommen wir doch gar nicht mit Auto hin. Ich glaube, wir brauchen das gar nicht. Das ist nur ein Troll. So. Da. Soll man da wirklich mit dem Auto hoch? Aber so schnell kann man gar nicht hüpfen. Oh Mann, ey. Oh no. Oh, das war super knappi. Okay, aber alles gut. Ich probiere es noch einmal ohne Auto. Weil ich glaube nicht, dass ich so schnell mit dem Auto hüpfen kann. Warte, 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 warte. Hallo, bleib doch mal stehen. So, wir hüpfen einmal, wir hüpfen noch einmal. Okay, man kann doch ziemlich schnell hüpfen. Nee, aber da nicht. Ich glaube nicht, dass man da mit dem Auto hoch muss. Das ist nur ein Troll. Wetten, später kommt noch ein Auto. Wenn nicht, dann kein Plan, wie ich dann mit dem Auto vorbeikommen soll. Weil an sich geht das hier am Anfang jetzt eigentlich schon ganz gut, wenn die letzte Kamek da nicht so komisch auf das Fließband gerät. So, Auto mal nicht mitnehmen. Ich wüsste auch gar nicht, wie man hier, den hier mit dem Auto hinbekommen soll. Das geht doch aber gar nicht. So, wir, hä, er kann keine Spin-Attacke? Dieser, doch kann er, aber nur in der Luft. Oh, okay. Das wusste ich auch nicht. Mal gucken. So, das geht nämlich schon. Da aber nicht. Da braucht man das Auto. Ich glaube nicht, dass es geht. Oder hat man hier noch diese B-Attacke? Warte, diese komische Sprungattacke. Nee. Doch, hat man. Oh, okay. Aber das macht man mit R. Man kommt dann bestimmt mit der Sprungattacke darüber. Okay, mal gucken. Das probiere ich noch einmal. Wenn das nicht funktioniert, dann keine Ahnung, wie man dieses Level schaffen soll. Ach ja, schönes Level, schönes Level. Aber an sich mag ich das, wenn das so ein bisschen Herausforderung ist. Wenn man so ein bisschen länger in einem Level drinne bleibt, aber jetzt verkacke ich gerade richtig. Och komm, ich komme nicht mal mehr zu den Kameks darüber. So, jetzt ganz vorsichtig. So, jetzt ganz vorsichtig. Bitte nicht schießen, bitte nicht schießen. Nein, nein, nein. Oh Gott, ich krieg das aber wirklich nicht mehr so hin wie vorher. Jo, Kamek! Was ist dein Problem? Und wieso stirbt Kamek nicht an den Dingern? An den Stacheln? Oh, so eine blöde Kuh, ey. Steht die da im Weg? Oh, du Witz, ich komme hier ja nicht mal rüber. So, weh, ihr verfolgt mich. Das ist gefährlich, wenn ihr mich verfolgt. So, danke. Nein, letzte Kamek. Wie die einfach nicht stirbt. Kann die bitte einfach an den Stacheln sterben und mich nicht abschießen? Das würde ich sehr begrüßen. So, das ist der Run, Leute. Das ist der Run. Das ist der Run. Pass auf. Ah, diese letzte Kamek immer. So, geht kaputt. Ist mir egal. Ich brauche kein Auto. Zwar sagt die Zielbedingung, dass ich eins brauche, aber ich brauche bestimmt keins. So, hier rüber. Ich habe diese Sprungattacke nicht gemacht. Ich dachte, ich hätte vielleicht genug Schwung, dass ich da auch so rüberkomme. Aber leider nein. Leider nein, leider gar nicht. Oh, oh, sie hat mich nicht getroffen. Oh! Okay, 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 okay. Oh. No. No. Nein, bitte überfahr mich nicht. Bitte über. Wow, wow, wow. Okay, das war knapp. Oh Gott, das war auch knapp. Hier kommt man ja easy rüber. Ich glaube wirklich nicht, dass man das mit dem Auto schafft. So. Und jetzt machen wir diese Attacke. Siehst du? Sind wir schon mal hier. Ohne Witz, wenn man jetzt nicht später noch ein Auto bekommt, dann bin ich aber sauer. Ich kann. Ne, wir sind jetzt beim Ziel, aber wir haben kein Auto. Also rein theoretisch ist hier das Ziel. Aber leider kein Auto. Man muss echt mit dem Auto bis hier hinten hin. No way. Kann man ein Auto irgendwie in einem Block verstecken, in einem unsichtbaren? Okay, Leute, aber wir haben es theoretisch ans Ende geschafft. Theoretisch haben wir dieses Level geschafft. Ich kann aber nicht so schnell mit dem Auto hüpfen. Also, vielleicht fehlt mir irgendeine Mechanik mit dem Auto, die ich noch nicht kenne. Außer dem Hüpfen. Aber ich wüsste ernsthaft nicht, was man... Man kann natürlich aussteigen. Und dann stoppt das Ding relativ instant, ne? Ich will nicht losfahren. Kannst du bitte anhalten? Kann man noch irgendwas anderes machen? Man kann aussteigen.
Und man kann hupen. Und anhalten kann man auch. Aber nicht so richtig. Es hält nie an. Es fährt immer los. Kann man nicht wirklich irgendwie anhalten? Warte mal. Okay, in den Optionen kann man einfach gar nichts sehen. Doch Steuerung? Auf einsteigen, Fahrtrichtung ändern, springen, absteigen, hupen. Ja, mehr geht tatsächlich nicht. Man kann hupen und absteigen. Aber das ist halt zu langsam, um zu hüpfen. Na, doch nicht. Aber es geht mit der Zeit kaputt. Das ist natürlich kacke. Okay, okay. Kriegen wir doch alles hin. Ich glaube, jetzt haben wir es schon, oder? Nein, das Auto ist kaputt gegangen. Okay, also man darf nicht zu häufig irgendwo gegenknallen. Auch nicht gegen die Viecher hier, weil sonst geht's kaputt und dann hat man es auch nicht mehr. Das ist ja super dumm. Aber dadurch, dass es natürlich noch keiner gespielt hat, würde ich sofort den Rekord haben, wenn ich das schaffe. In den Abgrund gefahren. Genauso muss das. In den Abgrund gelaufen. Genauso muss das. Oh, Kamek. Jetzt sind hier 2 Kameks. 3 Kameks. 4 Kameks. Ja, alles klar. Oh, Alter. Gar nicht mehr. Dieses Spiel macht mich fertig. Oh, ich komme da nicht mehr rüber. Ich hab's doch einmal mit dem Auto geschafft. So, jetzt nichts kaputt machen. Ich glaube, man ist am Anfang zu schnell, wenn man gleich dieses Sprungbrett mitnimmt. Das eine Mal, wo wir es nämlich geschafft haben, da sind wir, glaube ich, nicht gegen das Sprungbrett geknallt mit dem Auto. Und dadurch musste das Auto halt erst beschleunigen. Und dadurch war man ein bisschen langsamer und konnte... Oh, bitte nicht. Mann! Oh, ich komme da nicht mehr rüber! Oh, na, endlich habe ich es mal wieder geschafft, danke! Okay. Und konnte dann quasi beschleunigen oder langsam beschleunigen und darüber fahren. Und das heißt, wir halten hier an. Hier, so ungefähr. Warte, wir kriegen das hin. So, jetzt sind wir, haben wir das nicht genommen, jetzt sind wir relativ langsam noch. Hä? Muss ich auf der ersten Plattform doch nochmal umdrehen? Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Dass man immer ein bisschen langsamer da drauf sein muss? Oder war ich jetzt schon zu schnell am Anfang? Weil ich so lange noch angefahren bin. Bis hierhin schaffe ich das eigentlich ganz gut. Man kann das ja auch sofort umdrehen. Dann kann man ja auf der Stelle bleiben. Ich glaube, das ist der Trick. Ne, man fällt trotzdem runter. Hä? Und wenn man das in der Luft schon macht? Ich krieg das nicht hin. Ich habe es doch einmal geschafft. Ich verstehe nicht, warum ich das nicht nochmal hinbekomme. Da bin ich gegen irgendwas gegengeknallt. Zu häufig auch irgendwie. Bin ich zu häufig gegen irgendwas gegengeknallt und deswegen ist das kaputt gegangen. Gleich mit dem zweiten Level schon mein Nemesis gefunden. Geil. Oh, diese Stelle ist auch so scheiße jetzt. Ohne Witz. Dieser Start. Ja, dieser Start auch. So. Warte. Wir machen das ganz langsam. Wir starten von hier. Na, ich hab nicht... Warte doch. Auto, stopp. Okay, von hier. Jetzt haben wir, glaube ich, mehr Zeit, um zu reagieren. Es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert einfach gar nichts. Oh, Mann. Hilfe. So, wir starten Nein. Wir starten ganz weit links. Und hüpfen sofort los, so. Ich raff es nicht. Er fährt einfach runter, egal wie oft ich drück. Aber an sich ist das Level nicht mal schwer. Das ist die Sache. Super nervig hier am Anfang, weil die immer richtig random sind, wie sie agieren. Dann kommt hier immer diese nervige Stelle, wo ich auch milliardenfach sterbe. Da muss man hier noch irgendwie übelst Glück haben, richtig aufzukommen, damit man da richtig loshüpfen kann. Diesmal hat es zum Glück funktioniert. So. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir probieren, ob er die permanent hüpft, wenn ich springen gedrückt halte. Nee, tut er nicht. Okay, ist interessant. Mann, das funktioniert ja einfach nicht. Wieso ist das Auto so schnell? Wird er langsamer, wenn man hupt? Wird er irgendwie anders langsamer?
Der ist auf jeden Fall way too fast. Wird er vielleicht langsamer, wenn man sich einmal treffen lässt. Das kann ich mir noch vorstellen. Dass umso mehr Teile fehlen, umso langsamer wird er. Irgendwie sowas. Das. Hätte ich das eine Mal mit dem Auto nicht geschafft, dann hätte ich schon lange abgebrochen. Aber ich habe es ja jetzt einmal geschafft und weiß, dass es jetzt möglich ist. Deswegen ist das so blöd gerade. Ich bin gerade in so einer Zwickmühle. So, okay. Komm her, kleiner Cooper. Hi. Wir müssen jetzt mal kurz ausprobieren. Wie kriegen wir dieses Auto langsamer, nachdem es gehüpft ist? Keiner weiß es. Ah, okay. Und jetzt Vollgas, Vollgas, Vollgas. Okay, perfekt. Vollgas, Vollgas. Wir müssen nach oben, ohne dass sie uns treffen. Shit. Ist aber noch okay, ist okay. Wolke, kommst du bitte runter? Danke. Und unser Auto ist kaputt. Die Wolken müssen auch noch im richtigen Moment hier sein, damit man nach links nach oben kommt, damit er sich dreht. Dann hier gegen, dann wieder hüpfen und dann hat man's. Wenn man dann hier unten ist, dann hat man hoffentlich gewonnen, oder? Oder muss, knallt man hier auch nochmal gegen? Weil dann muss man das ja wirklich perfekt hinbekommen. Also er kriegt auf jeden Fall einen Toll, weil ich hier ziemlich lange drin rumsitze und es ist schon irgendwie geil. Es ist nicht lang, es ist nicht sonderlich schwer, es ist ein bisschen nervig und sehr viel random. Aber irgendwie catcht es mich halt trotzdem. Macht das Sinn, Leute? Macht das Sinn? Oh, was macht ihr denn hier? Okay, so, hi. Ich weiß jetzt, wie man mit dir umgehen muss. So, man muss hier nämlich hüpfen. Hüpfen, sofort umdrehen. Und wieder umdrehen und dann ist alles cool. So. Hier müssen wir jetzt richtig viel Glück haben, ehrlich gesagt. Beziehungsweise, na, shit. Genau das soll nämlich nicht passieren. Okay, das sieht gar nicht so schlecht aus. Achso, ah, wir können ja selber umdrehen. Oh, das habe ich ganz vergessen, dass man ja selber umdrehen kann. Ich glaube, das haben wir jetzt. So, schnell umdrehen, damit er da nicht gegenknallt. Oh mein Gott, ja! Das macht nach einer halben Stunde Training noch gleich viel mehr Bock, dass man das geschafft hat. Oh, ich bin so froh, dass ich nicht abgebrochen habe. Erster! Der Erste, der es geschafft hat. Und auch Weltrekord! Weltrekord für dieses Level! Oh, das muss ich auf jeden Fall kommentieren. Und durch! Nice. Nur nach Abschluss zeigen? Nee, kann man jederzeit. Alter. Jetzt bin ich... Puh. Jetzt bin ich aber happy, dass ich es geschafft habe. Cool, okay. Das ist also dieser Mario Maker-Feeling, ja? Von dem alle sprechen. Du hast zum ersten Mal ein Level als Erster abgeschlossen und dafür den Blooper-Sitter-Rock erhalten. Ja, ein Rock, geil. Ich hab die Versuche, Dings da ein bisschen hochgetrieben. Aber auch die Abschlussrate, Leute. Hier, eine 0,68er. Ein Röhrenhut haben wir auch. Abschlussrate hoch und Weltrekord Dizzy, siehst du mal. Gut, da das jetzt doch länger gedauert hat als erwartet, ich weiß nicht, wie viel ich davon wegschneiden werde, aber ich glaube, das langt trotzdem für eine Folge. Haben wir nur zwei Level gemacht. Ihr könnt mir gerne Level-IDs einsenden, wenn ihr irgendwelche gespielt haben wollt. Ich habe da auch schon ein paar, die ich bekommen habe. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.